So, nachdem ich die Nintendo Matchmaking-Server jetzt endlich mal in eine Lobby reingeschmissen hat, bei denen ein paar Leute drin sind, spielen wir jetzt auch mal ein paar Mario Kart 8 Deluxe 200 Kubik Online-Rennen. Und los geht's auf Marios Piste. Leider wurde es nicht die Nintendo 64 Regenbogenstrecke, aber egal, egal. So, jetzt geht's mal los. Die erste... Wow, was war denn das für ein schlechter Turbostart? Genau, da fällt mir gerade ein, ich wollte euch eigentlich auch zeigen, mit welcher Kombi ich eigentlich so gut wie immer auf 200 Kubik fahre. Und zwar ist das, wie man hier auch schon sieht, Tanuki Mario mit... Oh Gott, ich darf hier nicht zurückgucken. Tanuki Mario mit dem Falcon Card. Ich weiß immer nie, wie das heißt. Ich nenne es einfach Falcon Card. Und natürlich blauen kleinen Reifen. Alter! I got Mario Karted. Hier. Oh! Ich kann mir vorstellen, den Buhu jetzt mal ein bisschen zu smuggeln. Okay, let's do the smuggle. Mal schauen, ob ich es schaffe. Natürlich wäre mir jetzt andersrum ist ein bisschen lieber. Buhu auf einen zweiten Slot und die drei Schwammerl auf dem ersten. Aber das ist leider nicht so. Wird hier schwierig. Egal, scheiß drauf. Vielleicht kriege ich auch was Gutes. Really? Ich setze einen Buhu ein und krieg dafür eine Münze? Scheiße. Alter. Ernsthaft jetzt? Unlucky. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass dieses Rennen hier besser verläuft. Oh, die Donut-Ebene. Ah, das ist immer so eine Sache. Das ist jetzt keine Strecke, in der ich besonders gut bin, aber auch nicht besonders schlecht. Hier kann alles passieren. Wow. Okay. Schön smooth um die Kurven hier. Immerhin habe ich jetzt so drei Schwammerl gehabt. Das bedeutet, dass es egal ist, wo ich fahre. Oh, eine Bombe. Oh! Ich glaube, die Bombe hat mich jetzt wirklich noch so ganz knapp gerettet. Was mache ich denn hier, bitteschön? Gott. Jetzt. Tinte, geh weg. Geht die eine Blooper-Tinte weg, kommt die nächste. Jedes Mal, wenn ich aufnehme, passiert irgendwelcher Cranker-Shit. Okay. Kann ich hier... Gut. Offroad. Fahren. Bam! Shock Dodge! Oh mein Gott, geil. Es hat sich jetzt schon gelohnt aufzunehmen. Was ist... Ich verdrifte mich jetzt gerade. Hart. Sommerledge... Oh, was? Das war's schon? Das Rennen ging aber jetzt gerade schnell um. Okay, die Partystraße. Hier kann auch wieder alles passieren. Oh... Ich hoffe mal, dass ich dieses Mal die eine Abkürzung da schaffe. Ihr wisst schon, kurz bevor man da neben den ganzen Clowns-Dingern da fliegt, da die kleine Abkürzung. Ich mag die heute mal versuchen zu probieren. Nur einfach so wegen der Spannung. Eine kleine Challenge. So. Oh. Naja. Hä? Was hat mich denn jetzt bitte getroffen? Nein, so nimmt man die Abkürzung definitiv nicht. Immerhin kriege ich die Double Box. Und Sven. Ach Gott. Ich habe gedacht, ich habe die drei Pilze auf dem ersten Slot. Egal. Habe ich mir zwar jetzt gerade zwei rote verschwendet, aber egal. So. Vor allem genau kurz bevor sein... Kugelwilli ausgegangen ist, hat er mich noch mal getroffen. Das ist wohl die Hauptsache. Okay. Wow! Das war ja gerade wirklich sauknapp.
jetzt fast von der Kante gestoßen. Oh, wieder ein Buhu. Sehr schön. Eine Hupe. Sehr schön. Noch ein Buhu. Okay. Scheiß auf die Hupe. Ich mag jetzt noch mal ein Buhu. Okay, ein Pilz. Das kann heißen, dass keiner ein Item hat. Wow, schon wieder das Rennen um. Das geht ja hier ratzfatz. Ja, mal schauen, ob ich Sedji. Ja, was fahren denn die ganzen Leute hier? Gold Mario, Knochen drauf. Okay. Interessante Mischung. Eine Rot. Hey, ich wollte gerade driften. Please. Pro Control, lass mich jetzt nicht im Stich. Okay. Huch. Das wollte ich gerade nicht. Okay. Okay, so kommt man hier anscheinend am besten um die Kurve. Ich hatte ab und zu immer solche Probleme, die Kurve zu kriegen. Meistens trägt es mich da immer raus. Aber jetzt scheine ich ja eine Taktik gefunden zu haben. Ja, die Fresse, Steinblock. Ja! Ich habe ihn noch geschafft, den Sedji. Oh ja, Mario Kart Stadion. Oder wilder Bipfelweg. Es ist mir jetzt eigentlich egal. Ich finde beide Strecken ganz okay. Na komm. Mario Kart Stadion. Ja! Bin sogar ich ausgewählt worden. Macht das eigentlich einen Unterschied? Bin ich jetzt vielleicht der Peer-to-Peer-Host? Wäre ich ganz cool. Dieser Online-Mode von Nintendo. Ei, wei. Eigentlich interessant, wie gut er funktioniert. Nur ab und zu wird man von nichts getroffen. Das ist so eher das, was mich an Mario Kart am meisten stört. Das Splatoon. Daher kenne ich eigentlich nicht so wirklich große Schwierigkeiten. Okay, und da, hier mache ich es immer so. Hey! War ich zu hoch? Dankeschön, Blue Shell, dass du mich in Ruhe gelassen hast. Aber jetzt hat. Genau, so mache ich das immer. Keine Ahnung, ob das eine gute Taktik ist. Wie gesagt, es hat mir schon dann nochmal den Sieg beschert. Alter! Uhu. Really jetzt? Okay, komm mal vor Rise ins Ziel. Huch, wieder ein Lag. Chancen stehen gut. Ja! So, go, go. Oh, alles klar, ich habe keine Box bekommen. Wow! Nein! Ich trottel. So, okay. Huch, was ist denn mit den beiden da hinten los? Lägen die ein bisschen rum oder wie? Uah. Das war ein guter Shortcut. Meistens haut es mich da runter, aber jetzt gerade hatte ich Glück. Alter. Shit. Ich hätte nicht gleichzeitig Gas geben sollen und bremsen. Oh, der kam genau zum verkehrten Zeitpunkt. Jetzt nimmt mir Bryce auch noch die Box weg. Danke sehr. Okay. Gut. Vielleicht ist nicht am elegantesten um die Kurve gedriftet, aber man konnte es anbieten. So schlecht war es jetzt auch wieder nicht.
Alter, ein Königspilz. Das Blöde ist, die letzte Kurve ist immer so tricky. Nicht, wenn man es so macht. Nice, zweite. Ja, ja, kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Ja, und dann würde ich auch sagen, dass es von diesem kleinen Video in Mario Kart war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr mehr davon, wenn ich vielleicht andere Fahrerkombinationen, also Fahrer-Auto-Kombinationen ausprobiere. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und ja, was soll ich dann noch sagen? Genau, ihr könnt mich auf Twitter besuchen. Das sage ich eigentlich nie, aber jetzt habe ich mal dran gedacht. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.